ist ja fast erlovend, Juderi, dralala, ist ja fast erlovend, Juderi, Hallo YouTube, hallo Nemesis, hallo Digital Talk und hallo Abonnenten. Hier ist wieder euer Trickster, diesmal, ja, im Karneval, ne, sozusagen, mit einem Schwurbelvideo melde ich mich zurück. Es hat keine feste Thematik, ne, sondern wird aus vielen, ja, Bereichen sozusagen, auch älteren Videos, ein paar Updates und ein bisschen Geschwurbel halt enthalten, ne. Und direkt zum Anfang, ich nehme mal das doofe Ding hier ab, ne. Die Info, mein lieber Mike Sunshine, ja, die Info ist für dich. Ich habe versucht, dich mehrere Male per E-Mail zu erreichen. Irgendwas stimmt mit deinem E-Mail-Konto nicht. Die ganzen Sachen kommen immer wieder zurück. Irgendwas stimmt da nicht. Schau bitte mal nach deinem E-Mail-Konto. Ne? Da stimmt irgendwas nicht. Und ich hätte gerne quasi zurückgeschrieben, aber irgendwie klappt das nicht. Ne? Also wie gesagt, musst du mal gucken. Diese Problematik hatten wir ja schon mal vor Jahren gehabt. Aber ich weiß nicht, woran es da gelegen hat. Vielleicht ist das Ding auch voll oder irgendwie so. Keine Ahnung. Tja, dieses Video hier stelle ich jetzt schon bestimmt zum fünften Mal. Jedes Mal ist irgendwas anderes. Ne? Ich hatte, anfangs sogar dieses Video im Außeneinsatz angefangen. Also das heißt, ich stand irgendwo im Wald, hatte die Kamera mitgenommen, habe da ein bisschen gefilmt, ne, gequatscht und so. Aber die Videos sind leider nichts geworden. Es war viel zu dunkel, ihr hättet nichts gesehen. Beim zweiten Mal hatte ich eine Lampe mitgehabt und eine Kerze und habe versucht, da ein bisschen, Licht ins Dunkel zu bringen. Ich meine, das ist natürlich Unsinn, aber ich hatte halt, wie gesagt, eine Funzel gehabt, die von unten wirklich hochstrahlte. Aber trotzdem hat man nicht viel mehr gesehen als im ersten Video. Da war die Geschichte natürlich dann auch wieder so, ihr hättet nur den Ton gehabt und der Rest wäre dunkel gewesen. Ich meine, für einen Zuschauer weiß ich, hätte das keine Rolle gespielt. Ich habe jetzt Resonanz erhalten von jemandem, der, meine Videos, die längeren halt, die länger laufen als eine Stunde, für sich erkoren hat oder für sich gefunden hat. Ne? Als Hörbücher sozusagen benutzt er die beim Dartspielen in seiner Kneipe. Also fand ich schon ganz interessant. Ne? Also er hatte sozusagen sämtliche kommerziellen Sachen durchgehabt und er suchte dann auch schon beim Dokumentationen oder in Mathematik und so weiter. Da scheint es ja jede Menge zu geben als Hörbücher. Aber er hat es, wie gesagt, meine Videos für sich entdeckt und hört die dann halt beim Dartspielen. Das fand ich, wie gesagt, sehr lustig und auch interessant. Und mich freut das natürlich, dass jemand mit den Videos was anfangen kann, ne, die unterhaltsam findet, vielleicht hin und wieder auch irgendwas rauspickt für sich an Informationen. Und so muss das sein. Ne? Das freut natürlich den Ersteller, also mich in dem Fall, ne, wenn ich solche Rückantworten erhalte sozusagen, solche Reaktionen, dann zeigt das auch für mich, dass mein Einsatz nicht umsonst war. Ja, und das muss ich erstmal überlegen. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gequatscht habe, aber ich meine vom Prinzip her, dieses Video mehrfach schon gemacht zu haben, zuletzt sogar eben noch. Aber da wurde ich dann unterbrochen, ihr wisst das. Dann kam das Telefon wieder dazwischen, dann kam irgendwas anderes noch dazwischen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann drehst du es doch lieber nochmal neu. Ne? Aus dieser Richtung kamen dann auch sozusagen ein paar Passagen. Ich denke, die werde ich zum Schluss noch dranhängen. Aber ich muss erst schauen, wie ich die verarbeite, wie ich unterwegs bin. Ne? Also wie ich durch die Gegend fahre, auf einer meiner Übungsstrecken, auf einer meiner Teststrecken sozusagen, hatte ich die Kamera mitgenommen. Aber das ist natürlich auch wieder so, ne? Da kam dann irgendwie eine scharfe Kurve, zack, fliegt die Kamera durch alle Ecken. Ne? Und in einer war es sogar so gewesen, dass dann dieses Teil hier, dieser Monitor, der dran hängt an der Seite, der ist dann zugeklappt, hat die Aufnahme gestoppt. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt am Anfang. Ne? Und jetzt muss ich ja gucken. Ich habe ja zweimal das Material, ne? Von verschiedenen Tagen. Und immer ist irgendwas anderes. Aber ich höre das dann vielleicht am Ende dieses Videos so zusammenschneiden, dass dann ein Film sozusagen draus wird, ne, was so ungefähr, wie gesagt, die Strecke zeigt. Wie ich so am Üben bin, um so zum Zahnarzt zu kommen. Ne? Das ist halt diese Strecke, die ich nutze, zum Zahnarzt zu fahren. Bei mir ist es halt so eine Sache. Ich muss halt bestimmte Dinge immer wieder
üben und trainieren und mir da so eine gewisse, ja, weiß ich, Sicherheit reinbringen, damit das dann halt klappt, ne? Also, ihr wisst, ich habe Probleme, ne, mit dem Zahnarzt. Also, das ist nicht nur eine Angst, ne, sondern es sind mehrere Ängste gleichzeitig und an denen, wo ich arbeiten kann, da werde ich natürlich dran arbeiten. Das eine ist halt die Strecke selbst, die Entfernung zum Arzt, ne, mit dem Auto zu fahren und so weiter. Das zweite ist, da zu bleiben, die Behandlungszeit zu überstehen. Das habe ich trainiert, indem ich halt an bestimmten Plätzen im Wald, ne, stand und dann eine halbe Stunde lang, naja, halt Videos gedreht habe, die zwar jetzt nichts geworden sind, aber vom Prinzip her, ne, zeigen, dass ich halt auch längere Zeit an einer Stelle bleiben kann. Da hatte ich durch den Burnout, den ich damals angefangen hatte, 2014, ja auch massive Probleme, ne, irgendwo zu stehen, sage ich mal, an roten Ampeln zum Beispiel, ne. Das hat mir auch schon die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, ne. Also da werde ich dann, oder wurde ich dann ganz nervös, ne, und unbehaglich fühlte ich mich da und das hat sich dann immer so weiter gesteigert, bis dann wieder grün wurde. Ganz komisch, ne? Ganz komische Sachen. Sowas kann ich von früher auch nicht. Das ist auch neu, ne? Und mittlerweile ist sogar so, dass hier, naja, in meinem Kaff sozusagen alte Bahnstrecken reaktiviert worden sind durch so einen, ja, weiß ich, ob das ein privater Beförderungsverein da ist oder ob das eine Tochtergesellschaft von der Deutschen Bahn ist. Auf jeden Fall so Regionalverkehr, ne? Der wird jetzt so durch eine eigene, ja, weiß ich, alte Streckenführung sozusagen abgedeckt, ne? Die fahren auch durch die ganze Eifel mittlerweile, ne? Und naja, hier in dem Kaff ist so, dass diese Bahnstrecke überall und permanent irgendwelche Straßen überquert. Wenn man Pech hat, kommt man von einem Bahnübergang zum nächsten und darf wieder warten, ne? Und ihr könnt davon ausgehen, dass, wo ich früher geübt habe, ne, da war immer permanent jede Ampel rot, generell. Und jedes Mal, wo ein Bahnübergang war, waren die Schranken runter, ne? Das war natürlich Katastrophe. Aber mittlerweile ist mir das egal, ne? Also ich stehe da mittlerweile drüber, das soll mir egal sein. Habe ich keine Probleme mit. Und die dritte Angst, die ich habe, ist halt die Behandlung selber. Also, ne, diese reguläre Angst, die vielleicht andere kennen als Angst vorm Zahnarzt, die kommt natürlich noch hinzu. Die kann ich nicht trainieren, ne? Da muss ich mich überraschen lassen. Aber halt, dass ich diese anderen zwei Sachen im Griff habe. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, je mehr Zeugs dazukommt, desto schwieriger wird das Ganze auch. Ne? Ich würde manchmal auch nur wünschen, diese eine Angst zu haben, die hätte ich dann direkt so, ne, einfach unter Kontrolle, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber drei Sachen gleichzeitig, das ist eine Herausforderung, da muss ich mich jedes Mal wieder aufs Neue stellen. Vor allen Dingen ist es so, dass diese Übungen nicht aufeinander aufbauen können. Das heißt, diese Erfolge, wenn die einmal funktioniert haben und geklappt haben, beim nächsten Mal, wenn man sich wieder ins Auto setzt und losfährt, muss man immer wieder dasselbe neu erarbeiten. Ne? Also es baut nicht darauf auf, dass man sagt, jetzt fahre ich mal die Strecke und am nächsten Tag fahre ich die Strecke plus die Strecke noch dazu, zum Beispiel, dass diese Radien immer größer werden. So ist es nicht. Es ist jedes Mal ein neuer Kampf von null beginnend und dem muss ich mich stellen. Ne? Und ihr wisst, ich hätte ja eigentlich einen Termin gehabt am 13. Aber an dem Tag ging es mir so schlecht, den habe ich sausen lassen, den Termin. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich, naja, schleunigst halt einen nächsten kriege. Ich habe mir jetzt auch keinen mehr geben lassen, sondern ich werde das auch wieder wie damals so spontan entscheiden. Wenn halt der Zeitpunkt gekommen ist und ich mich fühle, werde ich dahin gehen zum Zahnarzt und das dann machen lassen. Aber einen festen Termin ist im Moment unmöglich einzuhalten. Ne? Man will die Leute ja auch nicht überstrapazieren und jedes Mal absagen und so. Ne? Das kommt auch nicht gut. Ich habe das Glück, dass diese Plombe da, naja, ist ja keine Plombe, aber dieses Provisorium, was hier drin ist, dass das hält im Moment. Ne? Es ist nicht zerbrochen, zerbröckelt oder rausgefallen, so wie ich das von früher kenne. Ne? Ich hatte ja schon mal, aber es ist schon bestimmt 10 Jahre her, schon mal was Ähnliches gehabt. Oder noch länger, ne? 12 Jahre, ne? 12, 13 Jahre. Da kam auch ein Zahnarzt mal nach mir nach Hause, da hatte ich aber nur ein Loch, ne? Also ist mir eine Plombe rausgefallen und dann musste behandelt werden. Und ich habe einen, dann, ne, man muss ja auch erstmal einen suchen, der kommt, ne? Und da gab es dann tatsächlich einen, der ist gekommen und hat sich das angeguckt und hat mir da Beton reingemacht und das hielt 3 Tage, dann war das Ding raus, ne? Dann war es wieder abgefallen. Und das Teil hier, das neuere da, das scheint bombenfest zu halten. Muss ich ehrlich sagen, bin ich richtig ja, erfreut, dass es so ist, bleibt mir nur ein bisschen mehr Puffer, ne, an dieser Geschichte zu arbeiten. Es ist halt so, wenn man mit Ängsten zu tun hat, vor allen Dingen Ängsten, wo man nicht weiß, woher sie kommen, warum sie da sind,
da muss man halt, naja, gucken, dass man irgendwie, weiß ich, das irgendwie gebacken bekommt. Ne? Aber das ist mein Problem, nicht eures. Das ist eigentlich auch nur so eine Info am Rande. Ich wollte euch noch was über den Zahn oder das Update, ne, zum Zahn erzählen. Aber eigentlich ist es nicht wichtig. Aber es blockiert halt mein Leben im Moment, ne, weil es mein ganzes Leben, mein ganzes Denken auch dominiert. Ne? Immer ist diese Scheiße präsent. Ne? Und ich denke, da wird mir ein großer Stein vom Herzen fallen, wenn das eines Tages mal erledigt ist. Ich will hoffen, dass das schon direkt beim nächsten Mal irgendwie so einen Zustand erreicht, wo ich erstmal wieder noch mehr Puffer habe. Also nicht, dass ich da noch 3 weitere Male hin muss. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So wie das am Anfang da geplant worden ist, das lässt sich ja sowieso nicht mehr einhalten. Aber wäre es so gekommen, wie es geplant worden wäre, also jeweils die darauffolgenden, also 2 Wochen, dann wäre es jetzt schon längst erledigt. Ne? Aber durch diese Wartezeit von diesen 6 Wochen Pause, die dazwischen waren, hat sich das Ganze irgendwie, ich weiß auch nicht, also kann ich nicht erklären. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Ne? Kommen wir mal weg vom Zahn. Das ist halt, wie gesagt, eine Sache, die noch offen ist. Die muss ich erst noch hinter mich bringen. Ja, ich habe eine Rechnung bekommen von der Telekom. Und wie ihr euch denken könnt, war es nicht erfreulich, denn die haben da den zurückgeschickten Router, den ich da schon zu dem Zeitpunkt 3 Wochen zuvor zurückgeschickt habe, voll in Rechnung gestellt. Also die wollten diese 200 Euro plus natürlich diese vertelefonierten Geschichten, also die regulären Kosten, jetzt vom Konto abbuchen. Und das fand ich natürlich auch den Knaller dann. Ne? Dann hatte ich dann direkt da angerufen, da kam wieder diese Bandstimme, die sagte diesmal allerdings, ja, mit Ihrem Anschluss, da gab es ja in der Vergangenheit so viele Probleme, rufen Sie deswegen an. Und da sagte ich ja, und keine 2 Sekunden später hatte ich da einen an der Leitung, ne? Also am Telefon. Also ich bin noch nicht mal in diese Warteschleife reingekommen, auch ohne jetzt irgendwie da mit Geheimwörtern rum zu experimentieren oder irgendwas einzutippen da ins Telefon, bin ich direkt verbunden worden. Ne? Und diese Person, die wusste auch direkt, worum es sich drehte. Ne? Ich nehme an, die hat das direkt so, nachdem sie da meine Kundennummer, ne, gecheckt hat und die Rechnung eingesehen hat, direkt diesen Posten mit dem Router gesehen und dann auch direkt gesagt, dreht sich das so neben dem Router? Ich sage, ja, wo wissen Sie das? Ne? Naja, und dann kam dann halt raus, der Router, der halt schon seit 3 Wochen verschickt war, war verschollen. Der war weg. Ne? Der ist gar nicht eingegangen. Fujikato, ne? Und da habe ich echt gedacht, jetzt kriege ich einen Anfall. Ne? Und dann hieß es dann, ja, ich kümmere mich drum, das dauert eine Woche, ich rufe sie zurück und dann gucken wir mal weiter. Und genauso ist es dann auch gekommen. Ich hatte in der Zwischenzeit, ja, einen Rechnerausfall, also mein Rechner ist kaputt gegangen, der PC, ne, Motherboard war kaputt und ich war gerade am Bauen an dem Ding und kriegte dann, also an Ersatz, ne, ich habe ja hier nur irgendwelche Teile rumfliegen aus ausgeschlachteten System, habe ich mir halt was Neueres zusammengebaut wieder und wo ich da so am Bauen war, kriegte ich den Anruf und da sagte sie, ja, der Router wäre wieder aufgetaucht, sie hätte mir eine Gutschrift per E-Mail geschickt, aber ich kam zu dem Zeitpunkt dann nicht ins Netz und kam auch nicht an meine E-Mails dran. Und nachher, wo ich dann 2 Tage später wieder online war, habe ich das auch gesehen. Ich habe tatsächlich so eine, ja, schriftliche Bestätigung bekommen, dass sie dieses Geld wieder zurückbuchen. Dann ist die Sache eigentlich ab dem Punkt auch für mich erledigt gewesen. Obwohl nötig war es nicht gewesen, muss man ja sagen, ne? Weil so ein Router ist nicht 3 Wochen lang unterwegs und verschwindet dann irgendwie. Ne? So ein Ding ist vielleicht 4 Tage unterwegs oder lassen wir mal maximal eine Woche sein. Dann muss das Teil aber da sein. Aber daran seht ihr, die nehmen Sachen ein und dann schreiben die das noch nicht mal irgendwo in den Computer rein, dass das diese Information irgendwie zentral verfügbar ist für alle Mitarbeiter, dass sie das direkt auf dem Screen haben, wenn sie danach suchen. Nein, das ist irgendwie immer noch dieser selbe Larifari-Kram. Ich meine, wer weiß was, ich kann es ja nicht sagen, aber ich hatte diesem Router auch meine Beschwerde beigepackt und vielleicht ist es deswegen. Ja, lass es mal unterm Tisch verschwinden, ne? Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hat sich sowieso bald erledigt, ne? Es ist ja fast der Lorwin, ne? Also Karneval und der März ist ja nur noch ein paar Tage entfernt und im März werde ich ja den neuen Anbieter, United Media wollte ich schon sagen, nee, die auch nicht, Net Aachen, ne? Damit beauftragen, schon für den August alles in die Wege zu leiten, damit dann, wenn es soweit ist, alles nahtlos über die Bühne gehen kann. Denn bei der Telekom werde ich nicht bleiben. Das hat sich erledigt, Telekom, für immer und ewig. Ne? Da bin ich sehr nachtragend. Na, Prost. Tja, dann ist das gut. Ne?
So viel dazu. Kommen wir noch zu dem Update aus meinem Maus-Reparaturvideos mit der Logitech-Geschichte hier. Ne? Da hatte ich ja in meinem Video, das war ja auch so, ne, zum ersten, also der erste Versuch in der Richtung, hatte ich ja mit so einer Nadel über die Kontakte von diesem Federplättchen da gekratzt. Ne? Das war ein Zustand, der nur 3 Tage angehalten hat. Danach hatte ich die Probleme wieder. Ich bin da nochmal hin und habe dann diesmal mit Schmirgelpapier diese Sachen bearbeitet. Würde ich euch auch anraten. Also dazu müsst ihr natürlich dieses Plättchen rausnehmen, ne? Aus diesem Schalter. Also rausnehmen, abschmirgeln von beiden Seiten, auch an den Kontakten am Schalter selber und dann wieder zusammenbauen, einbauen. Ja, ihr wisst, ne, am Anfang hatte ich mich da auch schwer getan, das Ding ist immer wieder weggesprungen und weiß ich was, keine Ahnung. Aber mittlerweile habe ich da richtig, ja, Übungen drin und weiß, wo ich das Ding jetzt festhalten muss, wo ich das einhaken muss, wo es gespannt wird und so weiter. Eins muss ich aber dazu noch korrigierend sagen. Ich sagte ja in meinem Video, diese Feder, die unten auf dem Boden liegt, muss man mit der Nadel hochschieben, bis das in so eine Nut einrastet. Das ist nicht immer so. Es kommt auch schon mal vor, dass die Feder gar nicht bis unten kommt, sondern oben bleibt. Und dann muss man die natürlich von oben runterschieben, bis sie in die Nut einrastet. Das ist, denke ich mal, davon abhängig, wie, weiß ich, wie oft das Ding wahrscheinlich schon geklickt worden ist. Das leiert ja auch irgendwann mal aus und verliert an Spannung oder so, nehme ich mal an. Ich würde da jetzt nicht groß dran rumbiegen, ne? Dass man jetzt sagt, ja, dann biege ich das einfach mal wieder so zurück. Ne? Das ist ja nur ein ganz kleines Messingplättchen. Ne? Ihr wisst, wenn man Metall hin und her biegt, ne, macht man ein paar Mal und dann irgendwann bricht es ab und dann hat man auch nichts davon. Ich würde das so lassen. Nur später, sagen wir mal, wenn das dann wirklich so ist, dass es nicht mehr klicken sollte, dann würde ich sagen, mal hingehen und diese Feder neu spannen. Ne? Keine Ahnung, ob es damit zu tun hat. Vielleicht ist das auch immer individuell von der Produktion her abhängig. Keine Ahnung. Also damit ihr wisst, es können verschiedene Zustände, Federzustände auftreten und da müsst ihr dann halt individuell, so wie es sich gerade gibt, reagieren, um dieses Ding wieder zu spannen. Ne? Aber ich denke, als kleine Info am Rande kann das ja nicht schaden für die Leute, die das nachbasteln oder nachbauen wollen oder reparieren wollen. Dafür, das war ja auch der Sinn der ganzen Geschichte, ne? Dass wir das so, naja, machen, ne? Mit dem Video. So, jetzt muss ich mal weiter überlegen. Nächste war ja der defekte Rechner. Ja, da habe ich auch noch was zu. Ich habe natürlich jetzt das große Glück, ne, aus meiner Grabbelkiste da verschiedene Ersatzteile noch gebunkert zu haben und die dann zu nutzen. Das war auch das letzte modernere Motherboard, was ich hatte. Also ist natürlich auch schon gebraucht und alt, ne? Ich glaube, das war von 2010 und also 7 Jahre auch jetzt mittlerweile. Aber da konnte man schon, weiß ich nicht, bis 8 GB Speicher einbauen und der hat auch gar keine IDE-Ports mehr, der hat nur SATA und so weiter. Also war schon recht fortschrittlich für sein Alter, dieses System, ne? Und das werde ich jetzt auch weiter benutzen und ich habe da natürlich auch wieder Windows 7 drauf und ja, zu Windows 7 wollte ich eigentlich auch noch was sagen. Mal gucken, wie ich das hinkriege, wie ich jetzt die Kurve hinkriege. Ich habe hier noch ältere Systeme rumfliegen. Ja, also so aus der Zeit von XP. Also das heißt Single Core, 32 Bit, vielleicht 1 GB RAM. Naja, ihr wisst, was ich meine. Solche Sachen, Pentium 4 oder Pentium 3 sogar noch, je nachdem. Na, also halt diese ganzen alten Geschichten, wo Leute, sagen wir mal, umgestiegen sind auf was Schnelleres, auf was Neueres und die alten Sachen, die habe ich dann geerbt, na, und ich stehe dann halt hier rum, ich meine, ich baue schon mal die Sachen aus, schlachte die aus für bestimmte andere Dinge, ne? Aber ich habe auch noch komplette Systeme hier stehen, wie zum Beispiel das System, was ich genommen habe, um dieses CD32 RCNE zu entwickeln oder meine ersten Testversuche zu machen. Solche Sachen zum Beispiel, ne? Die könnte man ja auch aufbrauchen. Jetzt ist natürlich das Problem, da läuft ja kein Windows 7 drauf, vernünftig, sondern man müsste dann wieder auf XP gehen. Hätte ich auch nicht so das große Problem mit, ne? Weil mich interessiert das nicht, ob das Updates hat oder offiziell unterstützt wird von Microsoft. Da habe ich sowieso schon vorher drauf gepfiffen. Ich habe mir die Sicherheit durch andere Programme realisiert. Wo ich das Problem sehe, ist eher die, ja, inkompatible, ja, oder nicht inkompatibel, aber die
Sicherheitsupdate von anderer Software-Geschichte, zum Beispiel Flash. Ne? Flash wird ja zwar aktualisiert, aber halt nicht mehr für XP offiziell unterstützt. Das ist alles so auf eigene Gefahr und irgendwann läuft das gar nicht mehr. Das war früher auch schon so zu 98er Zeiten. Irgendwann lief das Internet nicht mehr, so wie es sollte. Man konnte nichts mehr machen und dann war man gezwungen umzusatteln auf XP. Ne? Und so ist das hier auch. Eine XP wird nur eine Zeit lang laufen und dann ist aber irgendwann Schluss. Dann kann man keine YouTube-Videos mehr gucken. Die Seiten werden komisch dargestellt und so weiter. Ihr wisst, ne? So ist das halt. Und das wollte ich vermeiden. Und ich habe mir gedacht, ich gehe in diese Richtung und probiere mal Linux aus. Ne? Also neuere Linux-Versionen. Ich kenne das ja nur vom Raspberry Pi. Ne? Da ist das Raspbian drauf, das auf Debian basiert. Das ist ein System, mit dem ich eigentlich ganz gut klarkomme. Ich weiß jetzt, wo da ne, die ganzen Sachen sind. Ne? Ich habe mich ja da eingearbeitet. Ne? Und deswegen fand ich Knoppix interessant. Das ist halt eine Live-Boot-Linux-Distribution auf CD. Also das heißt, man brennt das auf eine CD, bootet davon. Das kann man auch vom USB-Stick machen und kann dann mit dem System arbeiten. Das kann man allerdings auch auf Festplatte installieren. Und das habe ich gemacht und ich kann euch nur davon abraten. Ne? Also entgegen davon, dass, sagen wir mal, SHIP wäre das gewesen, die gesagt haben, wenn man das auf HD installieren will, muss man zwingend die DVD-Version davon haben. Ich kann euch berichten, das tut es auch mit der CD-Version. Das Problem ist aber nicht die Installation selbst, das Problem ist ja, das Alter. Also diese CD-Version ist Version 7.2 und wurde zuletzt aktualisiert 2013. Dementsprechend alt sind auch die Sachen, die drauf sind und man kriegt sie nicht ohne weiteres geupdatet. Ne? Ich habe das mal probiert, ich habe gedacht, dann drehst du mal ein Video darüber, ne? Wie update ich so ein altes Debian, Knoppix Debian sozusagen. Kann man auch vergessen. Ne? Wenn man es über den Paketmanager macht, dann hat man nachher, kommt man an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, weil viele ja, interne Links zu irgendwelchen Distries, wo der sich die Sachen runterzieht, ne? Die sind nicht mehr gültig, die gibt es gar nicht mehr. Er kann das einfach nicht und dann sagt er irgendwann ist Feierabend. Also das heißt, man kriegt noch nicht mal den neueren Firefox installiert. Ne? Das ist alles der alte Kram. Und wenn man hingeht und macht es dann mit der Brechstange über die Bash und tippt da irgendwelche Befehle ein, das kann man natürlich alles machen, ne? Dann hat man nachher ein inkompatibles System, also eins, was kaputt ist. Also er macht das zwar, aber dann bleibt dann halt so ein Loop übrig. Ne? Das heißt, er versucht zu booten, dann kommt halt dieses Bild mit dem Pinguin, dann kommt zum Balken, dann kommt wieder das Bild mit dem Pinguin, dann kommt der Balken, wieder das Bild mit dem Pinguin, Balken. Das ist der Loop und das macht er dann fünfmal. Dann kommt ein Hinweistext, er hätte fünfmal schon versucht, das Betriebssystem zu starten, nicht gelungen. Er wird jetzt 2 Minuten pausieren und dann macht er 2 Minuten Pause. Danach fängt der ganze Scheiß wieder von vorne an. Das ist so das, was übrig geblieben ist von Knoppix, nachdem ich es versucht habe zu aktualisieren. Und ich kann davon nur abraten. Das ist, sagen wir mal, gut, wenn ihr auf ein System zugreifen müsst, um Daten zu retten zum Beispiel. Ne? Dann könnt ihr diese Knoppix-CD verwenden. Oder weiß ich, wenn irgendwo, keine Ahnung, Probleme sind, um da mal reinzugucken. Ne? Dafür ist das gut, ne? Auch heute noch gut. Aber halt nicht für produktives Arbeiten und schon gar nicht aktuelles Arbeiten im Internet. Könnt ihr vergessen mit Knoppix. Ich weiß nicht, warum das schon so lange nicht mehr aktualisiert worden ist. Vielleicht ist auch, weiß ich nicht, der Platz mittlerweile auf einer CD zu gering, um da weiterzugehen, dass die gesagt haben, hier ist Feierabend, ne? Mehr machen wir nicht. Aber was mich da halt dran stört, ist halt, selbst wenn man die DVD-Version hätte, dass sie halt nicht richtig kompatibel ist zu Debian, ne? 100%. Ne? Und wenn man die Sachen aus dem Pool nimmt und mit denen überschreibt, dann kommt es teilweise zu solchen Problemen, wie jetzt gerade beschrieben. Ne? Also habe ich mir gedacht, ich hole mir direkt Debian, dann habe ich diese Sachen aus den Füßen. Ein Problem beim Debian war halt so, da habe ich mir diesen Installer rausgezogen, ne, diese Install-CD, diese Network-Install-CD. Er hat mein Netzwerk nicht gefressen, also das heißt, mein Netzwerkschlüssel nicht. Ne. Ich hatte das dann über WLAN versucht aufzusetzen und dann kam halt dieser Punkt, wo man halt diesen Schlüssel eingeben musste, um sich zu verbinden. Und das tat es nicht, ne. Obwohl der Schlüssel richtig war. Ich habe das mehrere Male immer ne, eingetippt, kontrolliert, ich habe es nachher in eine Textdatei reingeschrieben und dann immer rauskopiert. Er versucht sich zu verbinden, das dreht sich ganz kurz da, dieses animierte Symbol und danach zeigt er wieder an, keine Verbindung. Ne? Aber er gibt keine Fehlermeldung raus. Also war es mir unmöglich, Debian zu installieren. Und dann habe ich mich dann daran entsinnt an
einen Tipp, den ich bekommen habe von unserem Hoster, lieber Ralf, ne, Debian, Linux Mint, ne, zu installieren. Und das bin ich da gerade dran, ne, sozusagen. Da muss man aber auch sozusagen aufpassen, weil es da so verschiedene, ja, Distributionen gibt, ne, oder Systeme gibt, worauf das aufbaut im Hintergrund. Es gibt eine Version, die basiert auf Ubuntu, und es gibt eine Version, die basiert auf Debian. Ich wollte die mit Debian nehmen, habe dann aber auch gesehen, dass die von 2015 ist, also wahrscheinlich auch viel zu alt schon. Und darum habe ich mir jetzt eine genommen, die aktuell rausgekommen ist. Und da gibt es dann dieses Linux Mint 18.1 Sirena, so nennt sich dieser Oberbegriff, ne? Und der teilt sich dann nochmal auf in Cinnamon, Mate, XFCE und KDE, womit die Oberflächen eigentlich genannt sind. Da muss man sich ein bisschen mit befassen, ne? Auseinandersetzen, mal die Bilder anschauen, auch die Texte mal durchlesen, weil da verschiedene Systemvoraussetzungen, also an der Hardware, gegeben sind. Es gibt zum Beispiel Sachen, die 2 GB brauchen. Das war natürlich nichts für mich, ne? Ich habe mir jetzt die 32-Bit XFCE-Version runtergezogen, weil es halt eine der neueren ist und die halt auch mit weniger RAM klarkommt. Und die werde ich jetzt mal aufspielen hier bei mir und dann mal testen und schauen. Ich sag mal so, wenn vom Prinzip jetzt her alle Programme, die ich benötige, unter Linux vorhanden sind und funktionieren, brauche ich kein Windows mehr. Na, also dann schaue ich halt, weiß ich, meine Videos über Linux an, also auf YouTube, ne? Weiß ich, ich schreibe meine Texte, schreibe meine E-Mails, verwalte die Internetseite und schneide meine Videos. Das sind so diese Hauptaufgaben. Und dann vielleicht noch hier ein Emulator, da ein Emulator zum kurzen Testen, ne, von irgendwelchen Sachen und Screenshots zu machen und so. Dann reicht mir das. Ich brauche keine Kiste zum Spielen oder Power ohne Ende, ne? Ich brauche halt nur ein System, was stabil ist, was schnell ist und was einigermaßen aktuell ist und sicher natürlich auch. Das kommt ja auch noch dann hinzu. Aber naja, vom Prinzip her könnte das eine Lösung sein für mich für die nächsten Jahre, weil ich habe noch so viele alte Kisten hier stehen. Wenn ich die alle mit und mit aufbrauchen würde, dann wäre ich die nächsten Jahre mit versorgt, ne? Und bräuchte mir dann erstmal nichts Neues zu kaufen. Und ich müsste auch kein XP verwenden. Das wäre, denke ich mal, auch mal eine schöne Sache. Aber da werde ich euch dann gegebenenfalls noch drüber berichten, wie das geklappt hat. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant. Na, ich fand es auf jeden Fall interessant und ansprechend und als tolle Idee, ne, da mal so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Weil im Windows-Bereich oder Sektor sehe ich, muss ich ehrlich sagen, keine große Zukunft für mich jetzt. Ne, weil alles, was nach 7 gekommen ist, und 7 ist ja schon ein verschlimmbessertes System, muss ich schon sagen. Das fängt mit dem Explorer an, der zum Beispiel keine Größenbezeichnungen mehr anzeigt. Wenn man mehrere Dateien markiert, ne, kommt man früher unter XP, sah man direkt, wie viel MB oder Gigabyte der ganze Kram, ja, verschlungen hat, ne, oder belegt. Das sieht man unter Windows 7 nicht. Man hat unter Windows 7 die Probleme mit der automatischen, alphabetischen Sortierung von irgendwelchen Sachen, ne. Man lädt was runter aus dem Netz. Früher lag das im Download-Ordner an der letzten Stelle, dann konnte man sich das da wegnehmen, ne, hat man es direkt gefunden. Heutzutage, sobald der Download fertig ist, wird der direkt automatisch einsortiert, alphabetisch. Ne. Wenn man natürlich nicht weiß, wie das Ding heißt, sucht man sich einen Affen, wenn da viele Sachen im Download-Ordner schon drin sind. Das ist grausig, genauso wie wenn man einen neuen Ordner erstellt. Ne. Solange der leer ist, taucht er hinten auf, an letzter Stelle. Sobald man da was eintippt, Enter drückt, zack, ist der Ordner wieder verschwunden, ne? Hat er sich wieder einsortiert. Das ist doch keine Erleichterung, das ist doch noch eine Verschlimmerung von dem, was überhaupt vorher da war. Ne? So sehe ich das jedenfalls. Und wenn man das sich in so einer, ja, wie nennt sich diese Ansicht, also nicht in einer Listenform anzeigen lässt, sondern ich glaube, war das Details? Ne, war doch Liste, Details war dieses andere. In der Listenform, ne? Wenn ihr euch auch noch Inhalte in der Listenform anzeigen lasst, ne? Wie die so bildschirmweise aufgebaut sind, ne? Auch dieser Name, ja, also früher war es so, da hatte ein Dateiname halt, was weiß ich, der war so lang, wie die Datei geheißen hat, ne? Ihr wisst, was ich meine, so, ne? Mit Endung dran und allem drum und dran, der hat das dann so zusammengeschwurbelt, ne? Klar, immer, denke ich mal, abhängig davon, wie die längste Datei hieß, so wurden dann auch die Listen aufgebaut. Heutzutage ist eher so, dieser ganze Kram, der belegt
schon so vorgefertigt irgendwie in den ganzen Listen Inhalt, auch wenn er nicht belegt ist. Also ich weiß nicht, wie viel Zeichen so ein Listeninhalt betragen kann, aber das seht ihr ja dann, wenn ihr, sagen wir mal, irgendwo hingeht in einem freien Bereich, dann, wo eine Datei ist, dann wird diese ganze Zeile markiert. Ja, wisst ihr, was ich meine? Nicht nur die Datei selber, sondern auch das freie Stück, und das ist sozusagen eine Zelle. Und diese Liste ist in Zellen aufgebaut. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, in irgendeinen Bereich reinklickt, ne, im Download zum Beispiel, Download-Ordner, ihr habt das in der Listenform, und ihr seht da irgendwo ein Download, ah, das ist die Setup-Datei, da will ich jetzt doppelt draufklicken, ne, dann garantiere ich euch, wenn das nicht im ersten linken Bereich vom Fenster ist, sondern schon im rechten, ne, dann springt dieses Fenster automatisch um und ihr habt immer die falsche Datei ausgewählt. Ne? Das ist mir schon so oft passiert, ne, dass man irgendwo doppelt draufklickt, ne, auf eine Datei, die man schon markiert hat sozusagen, und das wird dann gewertet als Inhalt vom nächsten Fenster, dann springt der Scheiß um und auf einmal wird eine Datei, die dann an der Stelle steht, die vorher nicht da war, ausgewählt und geöffnet. Ne? Das ist doch nicht normal, was ist das für eine Scheiße? Ne, mit sowas zu arbeiten, ist doch grauenvoll. So sehe ich das jedenfalls. Oder habt ihr euch schon mal angeschaut, wenn ihr einen Ordner freigebt im Netzwerk, ne? Unter Windows 7 hat dieser Ordner hinterher kein Symbol, was signalisiert, dieser Ordner ist freigegeben, sondern es bleibt so, wie es ist, als blödes Ordnersymbol. Ne? Abgesehen von dem ganzen Hickhack, den man machen muss, um überhaupt einen Ordner freizugeben. Ich meine, so also vom Prinzip her, ne? Das ist... ich weiß nicht, was das soll, warum die das so machen. Ne? Man verliert komplett die Übersicht über die freigegebenen Ordner. Und wenn man da nicht, sagen wir mal, im Netzwerk ist und immer nachguckt, welcher Ordner ist jetzt gerade noch, ne, frei und welcher nicht. Und ihr wisst, wie das ist. Ne? Es gibt ja auf dem anderen Rechner, der merkt sich ja die freigegebenen Ordner, die schon mal freigegeben worden waren und die jetzt vielleicht nicht mehr freigegeben sind, in so einem Puffer, und die Sachen tauchen trotzdem noch auf, obwohl sie gar nicht freigegeben sind. Ne? Wenn man dann draufklickt, dann kommt dann ein Fehler und sagt, ne, da tut's nicht. Aber man verliert den Überblick über diese Dinge, ne? Wenn man kein Icon selber irgendwo sieht, aha, der Ordner ist gerade freigegeben. Vielleicht ist das auch Absicht, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung. Dass man die Leute das antrainieren will, dass sie nicht mehr das direkt im Blick haben zum Beispiel und dass es denen dann egal ist oder keine Ahnung, wo da der Sinn hintersteht. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Also so eine Art geplante Vernachlässigung von Sicherheitsdingen. Ne? Und ihr wisst ja, mit jedem System wird immer mehr Freiheit, immer mehr Komfort, immer mehr Einfluss dem User aus den Finger genommen und irgendeine Scheiße, sag ich mal, präsentiert und vorgestellt und voreingestellt. Ne? Es kommt immer irgend so, also man hat nicht mehr die volle Kontrolle über das ganze System. Ne? Schon unter Windows 7 muss man bestimmte Einstellungen, sagen wir mal, in der Systemsteuerung suchen, weil es einfach unlogisch irgendwo platziert worden ist. Ne? Also unter XP wusste man überall sofort, das ist da und da. Ne? Und dann ist man direkt ans Ziel gekommen. Unter Windows 7 muss man suchen, weil es irgendwo versteckt worden ist. Und genau dieser Quatsch, ne, der wird ja mit jedem Windows, was danach gekommen ist, Windows 8 zum Beispiel, ne, oder Windows 10, das wird ja immer schlimmer. Er wird ja immer schlimmer, wird das ja. Ne, es wird ja nicht besser, es wird schlimmer. Ne. Windows 8 gefällt mir nicht wegen der Kachelkacke da, muss ich schon sagen. Das ist ja auch ein System, was eigentlich für Tablets und Smartphones entwickelt worden ist, wo man mit dem Finger drüber schiebt. Dann ist das vielleicht eine schöne Sache, aber als Desktop-System ist das vollkommen ungeeignet, finde ich. Auch wenn man da irgendwelche Sachen nachrüsten kann über irgendwelche anderen Tools, finde ich es trotzdem nicht wie aus einem Guss. Das ist dann wie zusammengestückelter Mist. Und selbst unter Windows 7 muss ich jetzt bestimmte Sachen zusammenstückeln, damit das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das kann nicht Sinn eines Betriebssystems sein, was mit jeder Version eigentlich immer mehr Verbesserungen der Funktionen, die schon vorher bestehen, aus anderen Systemen bringen muss oder bringen soll. Das ist jedenfalls mein Anspruch. Ne? Das neuere System muss Sachen, die schon bewährt sind, die funktioniert sind, wenn überhaupt, besser machen als das alte. Ne? Das ist so der Anspruch, den ich habe. Aber was ich sehe ist, wir nehmen den Leuten immer mehr weg, ne? Dass sie die Kontrolle verlieren und das machen müssen, was wir denen vorgeben. Und dass sie es nicht merken, wie wir sie betuppen. Na, guckt euch Windows 10 an, das ist ja kein Betriebssystem, das ist ja ein Datensammlungsspionageteil. Ne? Was anderes ist das nicht. Ne? Die greifen die Daten der User ab, was die, sag ich mal, weiß ich, eintippen, Passwörter, Texte, Dateien, was die im Netz treiben, was die ins Mikrofon labern,
das und dies und jenes. Das wird ja alles gesammelt, nach Microsoft geschickt, da ausgewertet und dann gewinnbringend wahrscheinlich verkloppt an irgendwen, an der Industrie oder so. Das ist kein Betriebssystem, das ist der gläserne Mensch sozusagen, ne? Aber ohne zu wissen, ne? Da mache ich nicht mit. Windows 10 ist für mich tabu, ne? Absolut. Da kriegen mich keine 10 Pferde drauf auf Windows 10. Und dann wird ja, denke ich mal, spätestens im Jahr 2022, nämlich dann, wenn auch Windows 7 offiziell nicht mehr supportet wird von Microsoft, die Problematik im Raum stehen, was macht man dann? Wechselt man dann auf Windows 8, was dann vielleicht 2 Jahre länger läuft, ne? Oder auf irgendwas anderes. Windows 10 kommt da nicht in Frage. Aber wer weiß, was bis dahin auf dem Markt ist und wer weiß, was das für ein System ist. Ne? Und ich denke, mittlerweile bin ich so an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich mache das nicht mehr mit. Ne? Jetzt gehe ich auf Linux. Ne? Und das wird so diese Richtung sein, denke ich, die ich in nächster Zeit verfolgen werde. Ganz einfach deswegen, weil ich diesen Unsinn nicht mehr mitmachen will. Ne? Ich bin nicht der Spielball der Industrie oder der Kaufsklave irgendwelcher Firmen. Ne? Nein, bin ich nicht. Ne? Für mich ist das nicht wichtig, nicht interessant. Ne? Aber das sind Sachen, die werde ich noch sehen. Da kann ich jetzt im Moment noch nichts drüber sagen. Aber es wäre natürlich schön, wenn das dann auch auf so einer alten, altersschwachen, also weniger leistungsstarken Hardware laufen würde. Da käme ich dann auch wieder eine Zeit lang mit hin. Ne? Ist mir egal, ob Filme, sagen wir mal, jetzt 5 Stunden rendern müssen oder 10 oder ob das nur in einer Stunde durch ist. Ich habe Zeit. Ne? Ich habe Zeit. Das kann über Nacht laufen. Das ist mir total egal. Hauptsache, das Ergebnis stimmt nachher und ich brauche da nicht die neueste Hardware. Ne? Da aus diesem Wahnsinn bin ich mittlerweile ja ausgestiegen. Das wisst ihr ja, das ist mit allem so. Ne? Ich habe halt meine Sachen gerne sozusagen bis zum Schluss und nicht, weil was Neues rauskommt, tue ich es weg und hole mir direkt das Neue. Ne? Auch auf diesem Zug bin ich ja schon lange nicht mehr. Ne? War früher, muss ich sagen, habe ich auch so gedacht, ne? Teilweise, als ich noch im Arbeitsleben stand. Alles was Neues ist besser, ne? Ist aber nicht so. Bei weitem nicht, ne? Von wem alles was Neues ist besser, ne? Ja. Da habe ich ja auch damals meinen 64er verkloppt, ne? Weil ich dann umgestiegen bin und bin auf was anderes, auf dem PC, ne? Und also Amiga natürlich auch, aber ich hatte dann, wie gesagt, den 64er, das war ja, wann habe ich den verkauft? Das muss 98 oder so was gewesen sein, ne? Weil ich gedacht habe, da machst du nie wieder was mit, ne? Ja, war natürlich ein Ochtum, ne? Ein paar Jahre später habe ich natürlich wieder alles neu gekauft, also gebraucht, ne? Bin ich ja wieder reumütig zurückgekehrt, ne? Und so ist das mit allem. Also das ist, heutzutage ist das mit allem so. Ne? Aber man muss es da nicht mitmachen, ne? Also ich bin kein Melkvieh, muss ich euch ehrlich sagen, ne? Ich mache diesen Konsumrausch wahnsinnig mit, ne? Mache ich überhaupt nicht, ne? Es ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig. Fürs Leben zählen ganz andere Sachen, die viel wichtiger sind als so eine Scheiße, ne? Als anderen Leuten das Geld in den Rachen zu werfen, ne? Oder sich abhängig machen zu lassen von irgendwas, ne? Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch so, finde ich jedenfalls so, vielleicht ist das auch so der normale Gang der Dinge, ne? Dass der Fortschritt, ne? Im Segen des Fortschrittes irgendwann einen überholt. Und man dann auf einmal sagt, ne, das brauche ich nicht mehr. Ne. Ich weiß es nicht, ob das normal ist. Keine Ahnung. Ich war noch nicht an dem Punkt. Ne. Aber ich muss euch sagen, mir ist das Geld zu schade. Ne, für, also, ihr wisst, was ich meine. Ne. Ja. Jo, 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 jo. Jetzt muss ich erstmal überlegen, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Ne. Mir kommt so vor, als hätte ich noch was vergessen. Ne, 8,39 Minuten, das andere Video, was ich davor gedreht habe, was aber halt nichts geworden ist. Ich hatte auch eins gehabt, ne, hier, da war nachher alles kaputt, ne. Also da, der hatte irgendwie beim Abspeichern oder beim Abschließen der Abspeicherung in der Kamera einen Fehler gemacht und da war das Ganze hinüber, ne, 1,6 GB, ne, eine Stunde lang weg, einfach weg, verschwunden, ne. Man konnte es auch nicht mehr retten, da war nichts mehr da. Ich habe das dann nachher versucht, ne, durch verschiedene Tricks wieder ins Laufen zu kriegen. Ich habe das über Programme durchlaufen lassen und zum Schluss sogar demuxt, ne, in Bild- und Audiodateien. Die Bildspur war total am Arsch, da war gar nichts mehr. Audiodatei hatte ich noch, ein Stück jedenfalls retten können, aber es hatte immer so alle 3 Sekunden irgendwelche Probleme und das wollte ich euch nicht antun. Ne. Vor allen Dingen, das wäre ja nichts. Ich denke, dann drehe ich das Ganze lieber nochmal neu und
Suche nach der Ursache. Ne? Kann ja auch sein, dass die Kamera von dem Sturz letztens da, wo der in der Ecke rumgeflogen ist beim Fahren, einen weggekriegt hat. Ne? Da muss ich jetzt natürlich mal überprüfen, denn dies ist sozusagen jetzt das erste Video, was nach diesem Sturz entstanden ist oder entstehen soll. Muss ich schauen. Das weiß ich noch nicht. Ne? Ja. Ich würde euch oder würde gerne was Neues erzählen über die Digital Talk. Leider hat sich an dem Zustand, Umstand bislang nichts getan, nichts geändert, nichts verändert. Es ist mittlerweile schon eher so, dass alles auf Messerschneide steht, vom Gefühl her. Und ich bin kurz davor, also es fehlt nicht mehr sehr viel, das Ganze daran zu geben wieder. Und einfach zu sagen, nee, mach ich nicht. Ne? Also dann würde ich sozusagen diese ganze Geschichte schon im Vorfeld abgeben, obwohl ich noch gar nicht sie übernommen habe, weil bringt halt nichts. Ne? Ich bin an einem toten Punkt angelangt, wo ich keinen Meter mehr weiterkomme, wo mir wichtige Informationen fehlen, damit ich dieses Magazin realisieren kann. Und diese Informationen werden einfach nicht an mich weiter übermittelt oder ans Team weiter übermittelt, ne? Obwohl es versprochen worden ist, obwohl Termine feststanden, die allesamt natürlich verschoben wurden, abgesagt wurden jedes Mal. Ne? Das wurde dann jede Woche ein Herz gereißen, machen wir dann und dann. Ne? Und dann irgendwann, am vierten Mal verschieben, kam noch nicht mal mehr eine Absage. Ne? Und seitdem ist der Kontakt abgebrochen. Und seitdem stehe ich auf dem Schlauch. Und seitdem, naja, ich hatte dann in der Zwischenzeit natürlich auch schon gearbeitet an der Geschichte, an dem Projekt. Ich habe an einer Webseite gebastelt. Die ist zu 70% jetzt ungefähr fertig. Ne? Und als ich dann merkte, was da läuft, habe ich die Arbeiten sofort eingestellt. Ne? Weil ich einfach jetzt so das Gefühl habe, es bringt überhaupt nichts. Ne? Es wird überhaupt gar nicht Realität werden oder könnte keine Realität werden. Und ich würde dann für eine Sache arbeiten, die für nichts, ne? Also die nichts bringt, weil die ganze Geschichte nicht mehr funktioniert. Ne? Und ich hätte da jetzt eine Woche lang sozusagen Arbeit und Zeit reingesteckt für nichts. Ne? Aber das wundert mich nicht. Ich meine, ich will da noch nicht zu viel verraten. Ne? Ich wollte ja ein eigenes Video machen irgendwann. Aber es dauert mit Sicherheit nicht mehr so lang, bis dieses Video rauskommt. Ich habe jetzt natürlich versucht, naja, noch andere Leute, wo ich weiß, dass sie es auch wissen müssten, angeschrieben, habe ich bislang auch noch keine Rückantwort erhalten. Und ich gebe denen jetzt noch eine Woche oder so Zeit. Und wenn sich da immer noch nichts tut, werde ich das Projekt wieder abstoßen. Dann sollen die Leute ihren Kopf hinhalten, die es verbockt haben. Ne? Das wäre auch der nächste Punkt gewesen. Ich hätte erstmal alles abgekriegt wahrscheinlich. Den Frust, ne, von den Abonnenten, die seit 3 Jahren auf so eine Ausgabe warten, den hätte ich ja erstmal abgekriegt. Es wäre wieder schwer gewesen, das Vertrauen aufzubauen und zu beweisen oder ne, nach außen zu tragen, dass jetzt alles besser wird, eine neue Leitung, neue Führung und dass solche Dinge nicht mehr passieren. Ich weiß es nicht, aber ich hätte erstmal als Prellbock alles abgekriegt, ne? Und ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich renne keinem hinterher und keinem nach. Und ich habe mich angeboten aus dem Grund, weil mir was an dem Magazin gelegen hat oder liegt und weil sich sonst keiner bereit erklärt hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Deswegen wurde ich auch zur Wahl sozusagen aufgestellt und dann habe ich auch zum Schluss die Wahl gewonnen. Aber ich komme keinen Meter weiter. Und wenn mir diese wichtigen Informationen vorenthalten werden, da tue ich mich dann irgendwann auch nicht mehr das lange auf lange Zeit an, auf lange Sicht gesehen. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Wie gesagt, also ich habe genügend eigene Projekte, die ich noch über Jahre betreue, ne, und mit Inhalten versorge und die laufen. Und ich muss mir das nicht antun. Also dieser Digital Talk ist ja keine feindliche Übernahme. Also ich habe ja nie darauf hingearbeitet, dieses Magazin zu übernehmen oder irgendwem was wegzunehmen oder so, ne? Sondern es wäre halt eine Sache, die ich noch zusätzlich mitgenommen hätte, weil die Inhalte, die ich ja eh schon für das Nemesis recherchiere und schreibe, identisch gewesen wäre und hätte das dann in einem sozusagen mit abgedeckt. Das wäre jetzt keine große Mehrarbeit gewesen. Aber ich muss mich da nicht drum prügeln. Ne? Wenn die nicht wollen, ist mir egal. Ne? Da sind die halt dafür verantwortlich, ne? Und die halt dafür schuld, dass es aus dem Projekt nichts mehr wird, ne? Dass dieses Magazin nicht mehr rauskommt. Dann sollen die sich um ihren eigenen Mist kümmern und fertig aus. Ne? Weil, wie gesagt, das Spiel tue ich mir nicht auf Dauer an. Ich fange an, mich zu ärgern. Ne? Ich ärgere mich darüber, dass ich wieder reingefallen bin auf so einen Scheiß.
Am meisten, ne? Und vor allen Dingen, ich stecke da Zeit und Energie rein, ne? Und Arbeit tue ich mir an, um da irgendwas Brauchbares, sage ich mal, rauszumachen. Und es wird sich im Endeffekt wieder als sinnlos entpuppen. Es wäre überhaupt gar nicht nötig. Also vermute ich jetzt, ich weiß ja nicht. Man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, ne? Ihr wisst das, immer positiv gucken, Beste aus allem machen. Aber leider zeige ich die Erfahrung, dass es genau andersrum ist. Ich meine, ich kann mich ja täuschen, ne? So wie ich das immer sozusagen jedem zugestehe, immer dieselben Rechte und dieselben, Aufmerksamkeiten sozusagen entgegenbringen, ne? Ich mache jedes Mal wieder ein Reset. Aber ich glaube, die Gesellschaft ist heutzutage so, wie sie ist. Und die Leute sind halt so, ne? Da muss ich irgendwie in den Kopf reinkriegen. Ja? Also, weiß ich nicht. So kommt es mir jedenfalls vor, ne? Dass die Leute halt alle so sind. Auch wenn ich das gar nicht wahrhaben will und ihnen jedes Mal dieselben Rechte und das ist ja falsch mit Rechte, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich gebe jedem immer dieselbe Chance, sagen wir mal, lieber so. Ne? Bis er natürlich missbraucht wird. Und dann ist natürlich auch Feierabend. Ne? Und so ist das hier im Moment auch. Ne? Also, wie kann ich, oder warum vertraue ich solchen Worten? Ne? Warum glaube ich den Leuten, wenn die sagen, ja, was die so versprechen? Ne? Und dann halten sie es doch nicht. Im Endeffekt sehe ich das ja schon seit Jahren, wie diese Versprechen gehalten werden, die dieser Mensch sozusagen allen Leuten schon seit Jahren am Erzählen ist. Ne? Warum soll das bei mir jetzt anders sein? Ne? Aber ich denke immer noch an das, oder glaube immer noch an das Gute im Menschen und werde dann wieder enttäuscht. Ne? Und es tut mir, muss ich ehrlich sagen, wenn das wirklich so weit kommen sollte, dass dieses Projekt aufgegeben wird, für die Leute leid, für die Teamer leid, ne? Für die Abonnenten tut es mir leid, ne? Für die Leute, die jetzt gedacht haben, es geht wieder weiter. Ne? Und es war ja schon schwer genug, sozusagen das Team wieder zu reaktivieren, wieder zusammenzukriegen. Und wenn das jetzt diese Anstrengung für umsonst gewesen sein soll, das finde ich irgendwie traurig. Ne? Ich finde es echt traurig. Aber ich bin dann nicht schuld. Ne? Also das ist diese andere Schuld. Ne? Und da könnt ihr euch dann bei dem bedanken. Ne? Aber ich tue mir das nicht auf Monate an oder auf Jahre. Ne? Also wir hätten jetzt schon längst das Magazin rausbringen können. Ne? Aber wie gesagt, das ist alles eine Thematik, die werde ich nochmal später ansprechen. In einem eigenen Video. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen, die damit zusammenhängen. Die möchte ich dann auch noch mit abdecken, abklären. Und dann ist das für mich erledigt. Ne? Wer nicht will, der hat schon und dann ist gut. Ne? Weil verarschen lassen. Cut, 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 cut. Ja, an dieser Stelle ein Cut. Denn hier werden normalerweise tiefergehende Worte erschienen. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, diese Dinge wirklich auszulagern, ne, in dieses eigenständige Digital Talk Video. Also ich habe das nicht rausgenommen, weil sich an der Situation jetzt irgendetwas verändert hätte. Ne. Es ist nach wie vor so, wie es ist. Ne. Immer noch dieser Schwebezustand und diese kleine Flamme, von der ich in dem neueren, älteren Video zuvor gesprochen habe. Ne. Ich drehe die Sachen ja jetzt gerade aktuell und pflanzt die dann dazwischen sozusagen, ne, ins alte Video rein. Ich weiß nicht, also es waren persönliche Worte und diese persönlichen Worte zu einer bestimmten Person möchte ich dann auch, naja, platziert sozusagen in einem Video komplett haben, ne, und nicht, dass man, weiß ich nicht, dann diese Dinge in zwei verschiedenen hat, deswegen hier der Schnitt und dieser Cut. Na, es fehlen jetzt ein paar Passagen, ist aber auch egal. Ich werde euch noch ein paar andere Sachen erzählen, die mir zwischenzeitlich eingefallen sind und die ich in dem ursprünglichen Video komplett vergessen habe oder überhaupt nicht mehr dran gedacht habe. Ne? Zum Beispiel die Thematik mit dem Konto oder den Gebühren, den neuerlichen, naja, Gebühren, die man so bezahlen muss, wenn man hier bei uns sozusagen bei der Sparkasse ein Konto hat und da Überweisungen hinbringt, ne? Da wollen die ja jetzt pro Überweisung 1,50 € oder irgendwie sowas, ne? Das ist ja eine Sache, die überhaupt nicht geht. Und ich hab dann überlegt, was kann man da machen, ne? Und ich meine, vielleicht ist es auch so gewollt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ne? In Richtung bargeldloser
Kram da, ne, dazu quasi das Geld abschaffen wollen, das Richtige, ne, und alles nur noch online, überwachen und was weiß ich was, ne, keine Ahnung. Aber ich bin nicht gewillt, für jede Überweisung einzeln so viel Geld zu bezahlen. Ne. Wofür bezahle ich überhaupt Kontoführungsgebühren, wenn die sich so anstellen, ne, und für jeden Handschlag bezahlt haben wollen, ne. Also, ich weiß es nicht. Also, es ist so, als wenn ich demnächst da in die Bank reingehe, ne, wenn ich irgendwas, keine Ahnung, will von denen. Ne? Mir fällt zwar jetzt nichts ein, was das wohl sein könnte, weil so oft benutze ich das nicht. Ne? Also, oder habe die deren Dienste nicht nötig. Und wenn, wäre wahrscheinlich für jeden Handschlag auch nochmal eine extra Gebühr fällig. Vermute ich jetzt mal, ich weiß das nicht. Aber es wäre dasselbe, als wenn ich da hingehen würde, ne, und denen noch nicht mal guten Tag sag, erst wenn sie Geld bezahlen. Ne? Also wenn sie mir, sagen wir mal, 1,50 bezahlen, sage ich denen guten Tag. Ne? Also es genau so ein Scheiß, ne? Also ihr wisst, was ich meine, ne? Für jeden Handschlag sich bezahlen zu lassen. Naja, und meine Überlegung ging dann hin, ich habe jahrelang es nicht gebraucht, ich habe es jahrelang nicht eingerichtet und genutzt, ne? Aber ich habe mir jetzt, naja, PayPal eingerichtet, was sozusagen online funktioniert, ne? Also ich, wenn ich Sachen kaufe, hätte ich ja sowieso, weiß ich, über irgendwelche Shops bestellt oder eBay oder sowas, die auch so ein Verfahren anbieten, so eine Zahlungsweise, ne? Und ich denke, das ist so dieser einfachste Weg, ne? Dann fülle ich nichts mehr aus, keine Überweisungen mehr und ich bezahle auch nichts dafür, ne? Dann läuft das sozusagen automatisiert, ne? Ich sage, also vorher brauchte ich das nicht, ne? Wäre ich nie auf die Idee gekommen, PayPal irgendwie zu nutzen oder einzurichten oder zu aktivieren, ne? Das hätte ich alles per Hand gemacht selber. Und aber wenn die einen so in diese Richtung zwingen und treiben, dann geht man natürlich den Weg des geringsten Widerstandes. Also ich kann euch verkünden, die Geschichte, mal schauen, wie sie weitergeht. Ich weiß ja nicht, ne? Es gibt ja Leute, die halten PayPal nicht für so toll und so. Das wird sich aber erst zeigen, ne? Im Laufe der Zeit, ne? Wenn man es benutzt und so weiter, wo da die negativen Schwachstellen sind, ne? Die werden dann irgendwann ans Licht kommen, ist ganz klar. Aber bislang kann ich da noch nichts Negatives drüber berichten. Ich habe jetzt schon einige Sachen, also eigentlich alle Sachen, die im neuen Jahr sozusagen anstanden, über PayPal bezahlt und das hat wunderbar funktioniert, direkt, ne, anstandslos, und das ist natürlich auch sehr schnell, ne? Also von daher, mir fehlte bislang nur der Grund dafür, ne? Und naja, jetzt ist es halt so, wie es ist und ich bin erstmal diese Gebühren los, ne? Wer weiß, was irgendwann mal kommt, vielleicht wollen die dann auch mal von PayPal irgendwann auch irgendwie so Transaktionsgebühren haben, ne? Das weiß ich natürlich nicht, aber das wird sich dann zeigen. Ne? Also die Geschichte Banküberweisungen habe ich jedenfalls erstmal für mich erfolgreich abgeschlossen. Habe mit denen nichts mehr zu tun und bezahle auch nicht für Unsinn Geld. Ne? Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. So, dann noch ein Wort. Naja, hier zu meiner Dampfgeschichte. Ne? Also der Vismec Relior 200, 300, ne? Und zu dem OBS Engine, den habe ich mittlerweile, naja, wieder abgetreten, ne? Also, ich kann euch berichten, die OBS Engine, ja, so schön und günstig sie war, ist für, naja, Bereiche oberhalb des Sub-Ohms sozusagen nicht geeignet, ne? Das kann man vergessen, das kann man total vergessen. Ich habe das etliche Male probiert, aufs Single Coil zu wickeln und einmal, klar, hatte ich es eine längere Zeit, aber im Betrieb, aber ich weiß nicht, wo da, naja, der Punkt ist. Der, ne, das muss irgendwie so ein ganz schmaler Grat sein, den man jedes Mal treffen muss, also zwischen Ohmzahl und, naja, Liquid-Nachfluss sozusagen, was man da zusammenbastelt, ne, mir ist das später nicht mehr gelungen, ne, das Ding war nur noch am Kokeln, ne, und das bei einer, ja, bei 20 Watt, ne? Bei 20 Watt und 1,6 Ohm ungefähr, ne? Also das war ein Zustand, der war überhaupt nicht tragbar, ne? Ich bekam den nicht vernünftig ans Laufen und ein Nachbar von mir, der hatte sich seinen, naja, zerdeppert, ne? Der hatte keine OBS-Engine, aber er hatte irgendwas von, naja, wie heißt dieser andere Saftladen da? Smog, Smog, ne? Smog, das ist ja auch so ein super Anbieter, ne, bin ich auch von überzeugt, ne, also kaufe ich auch nie wieder was von,
Der hatte da irgendwie so ein Verdampfhotel, was weiß ich, wie das Ding heißt, ich will nichts Falsches sagen, ne? Keine Ahnung. Das ist dem auf der Arbeit runtergefallen und mit 1000 Stücke, ne? Hat Glas, ne? Zersprungen. Gab es wohl auch kein Ersatzglas, er war sowieso nicht mehr damit zufrieden. Vielleicht war das Ding auch verbogen oder irgendwas, keine Ahnung. Und den hatte ich dann irgendwann, hallo, hallo Roberto, ne? Vor der Tür stehen und sagte: Hast du nicht noch irgendwie Ersatz? Ich muss gleich arbeiten, ich habe aber keinen Verdampfer mehr, sonst greife ich zur Zigarette. Ich sag: Überlegt erstmal, ne? Ich bin auch gar nicht drauf gekommen, dass ich noch diese OBS-Engine hier rumfliegen habe. Und dann irgendwann, ne, sagte ich: Ja, ich habe da noch einen Sub-Oma, weil er wollte einen Sub-Oma haben. Ne? Sowas habe ich ja normalerweise nicht. Und da fiel mir ein: Ah, ich habe ja noch die OBS-Engine. Ich sage: Ich komme damit nicht klar, guck sie dir an, ne, ob sie bei dir funktioniert. Und wenn, dann kannst du sie haben. Ne? Und dann ist er auch damit zur Arbeit. Ne? Und am nächsten Tag oder 2 Tage später, dann habe ich ihn dann wieder getroffen. Und er sagte: Kein Problem. Ne? Also, dieses Teil ist wirklich für Sub-Ohm ausgelegt. Und wenn man das im Sub-Ohm betreibt, ist es wahrscheinlich wunderbar, toll. Ne? Funktioniert alles, wie es soll. Aber höher halt nicht. Also, kann man vergessen. Ne? Also, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Keine Ahnung. Ich kriegte da, wie gesagt, keinen grünen Zweig mit hin. Ne? Also, entweder kugelte der oder er soff ab. Ne? Aber ein vernünftiger Betrieb damit war, wie gesagt, nicht möglich. Ja, und dann hat er mir noch einen Zehner gegeben dafür, dann war die Sache eigentlich okay. Ne? Ich meine, ich habe zwar Doppelte bezahlt, aber ich hätte das Ding, was hätte ich mit dem Ding machen sollen? Ne? Hätte ich das umschicken sollen, wegen nicht gefallen und so. Die Zeit war ja eh schon abgelaufen, den hatte ich ja auch schon länger jetzt, ne, durch diese ja, Umtauschgeschichte hier von dem Akkuträger. Ne? Das hat sich ja auch in die Länge gezogen. Ihr wisst das von einem anderen Video, ne, wo ich drauf eingegangen bin. Ich hätte das Ding irgendwann wahrscheinlich weggeschmissen oder sowas oder versucht irgendwo, weiß ich nicht, zu verkaufen. Da hätte ich auch nicht mehr für bekommen. Da drehte sich ja auch gar nicht ums Geld. Ne? Ich bin ja schon zufrieden, wenn andere etwas damit anfangen können, ne? Dass es nicht ganz umsonst gewesen ist. Ne? Versteht ihr, was ich meine? So, ne? Man hilft ja auch gerne. Ne? Ihr wisst ja, ne? So bin ich halt. Ne? Ja, und dann hier zu dem Akkuträger selbst. Ne? Es hat sich herausgestellt, dass diese Kiste oder die ganze Serie, diese Bauform, diese Bauart, dieses Modell ja auch einen weg hat, ne? Und ich betreibe den jetzt nicht mehr mit 3 Akkus, sondern nur mit 2, ne? Ihr seht das hier, ist der kleine Deckel drauf, weil mit 3 wird das Ding heiß und schaltet sich immer ab und so, dieser Hickhack, ne? Dafür hatte ich das Ding ja umgetauscht, weil ich dachte, die Platine ist kaputt, ne? Aber das hat die ganze Baureihe, ne? Also von daher habe ich den jetzt mit 2 und damit klappt es eigentlich, ne? Also, naja, zwar nicht so, wie es gedacht war, aber es funktioniert, ne? Hält auch den ganzen Tag lang durch, ne? Mit 2 Akkus ist okay, ne? Kann ich nichts sagen. Aber was mir aufgefallen ist, ne? Dieser Lader hier, ne? Da ist ja ne? Hier ein USB-Anschluss und ich lade hier eigentlich über Nacht oder so, ne? Stecke ich da einen Stecker dran, USB, eine Steckdose, ne? Und dann lädt er und am nächsten Tag ist er dann voll, nach 8 Stunden halt, ne? Aber mir ist aufgefallen, es kommt schon mal vor und das wiederholt sich alle 2 Wochen so ungefähr, ne? Dass der nicht auf 100% nachher steht, wenn er aufgeladen ist, sondern vielleicht auf 97, 95, sowas, ne? Und dann ist mir aufgefallen, da ist ein Akku dann voll und der andere, da fehlen dann die restlichen Prozent, ne? Und das wieder hinzukriegen, muss ich diese Akkus rausholen und in mein Xtar-Ladegerät reinstecken und erstmal ermitteln, welcher ist das, ne? Welcher Akku ist das, der hier gerade die Probleme macht und dann lade ich sozusagen diese fehlenden Prozente wieder rein, dann tue ich beide wieder rein, dann steht das auch wieder auf 100, dann läuft das ein paar Tage, ne, bis so ein paar Ladezyklen durch sind und dann hat man dasselbe wieder in grün. Das zeigt zweierlei Dinge. Erstmal, dass hier eine total billige Ladeelektronik drin zu sein scheint, ne, also verbaut, ne, out of the box vom Hersteller. Und das Prinzip der verheirateten Akkus, ne, kann man natürlich dann auch in die Tonne kloppen. Ich meine, für mich ist das eh uninteressant, weil ich nicht in den Sub-Ohm-Bereich reingehe und dann halt diese enormen, ja, Stromleistungen da rausziehe aus diesen Akkus, dann ist denen das sowieso scheißegal, ob der eine Akku anders aufgeladen worden ist oder ob da, ne, unterschiedlich, ne? Aber ich sag nur vom Prinzip, wenn ihr diese Sachen im Sub-Ohm-Bereich einsetzt, ne, und ihr ladet einen Akku unterschiedlich, ne, oder der nimmt von der Leistung ab, dann hat sich das sowieso schon erledigt mit dieser Verheiratung. Und diese Verheiratung ist ja halt wichtig, um gleichmäßig immer dieselben Strom aus diesen Akkus ziehen zu können. Was natürlich wichtig wäre bei einem Akkuträger, der 2 oder sogar 3 Zellen
aufnehmen kann. Wenn da nämlich einer verrückt spielt oder nicht mitmacht oder sowas, ne, wird das auch oder kann zur Gefahr werden dann auch, ne? Dann wird dann irgendwann, naja, zu viel Strom rausgezogen, ne? Oder unter diesen Wert eigentlich gegangen, während die anderen ja noch ein Stück voll sind, ne? Ist dann eine drunter, die halt leer ist, ne? Vom Prinzip, ne? Wir reden jetzt nicht, wenn der voll geladen ist oder sowas, sondern in den unteren Bereichen, ne? Wenn quasi diese Akkugeschichte sich dem Ende zuneigt, der Füllstand sozusagen, ne? Dann kann es auch sein, dass man den unbeabsichtigt tiefen entlädt, ne? Und dann, wer weiß, was dann mit dem Akku passiert beim nächsten Laden oder beim Benutzen und so. Ich wäre da extrem vorsichtig. Also, wer sowas vorhat hier, ich meine, ich kann es ja sowieso nicht mehr anraten, ne? Das Ding ist ja Schrott, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Benutzen will mit mehreren Akkus, der braucht natürlich auch ein professionelles Ladegerät, wo man diese Akkus gleichzeitig reinlegen kann, um sie gleichzeitig zu laden, damit auch alle gleichzeitig gefüllt sind. Ne? Versteht ihr? Das ist halt, naja, die Sache. Also ich kann euch da nur empfehlen, lasst die Finger von der Relio 200, 300 oder wie die hieß. Ne? Keine Ahnung, steht hier nirgends so. Ich habe doch schon wieder vergessen, aber ihr wisst das. Ne? In dem anderen Video sind da die richtigen Bezeichnungen vorhanden, falls ich mich jetzt hier gerade verplappert habe. Ne? Ja, und das sollte es eigentlich auch schon gewesen sein für den Break im Moment. Ne? Karneval ist ja eh schon vorbei, also diesen Part quasi Karneval, dass ich Karneval nicht mag oder so. Ne? Der brauche ich ja nicht mehr drauf einzugehen, das hat sich ja eh erledigt. Ne? Wir blenden jetzt sozusagen direkt in, naja, in dieses Außeneinsatzvideo um, ne? So wie es gewesen ist, sozusagen auch im richtigen Video, und dann geht das Video ab der Stelle wieder weiter. Ich verabschiede mich aber trotzdem schon mal jetzt von hier, weil auch da sozusagen am Ende noch ein kleiner Part für eine bestimmte Person drin war, auf die ich aber jetzt hier nicht eingehen will. Und dann kommt dann direkt der Abspann. Nicht, dass es euch wundert, also hier direkt nach kommt jetzt mein Außeneinsatzvideo, von dem ich gesprochen habe. Ich wünsche euch viel Spaß, macht's gut, wir sehen uns in einem anderen Video wieder, vermutlich zu dem der Digital Talk. Und ich wünsche euch den Frieden. Bis dahin, ich mach mich raus jetzt, ne? Ciao, ciao, euer Trickster. Seid ihr noch da? Ihr Lieben. Ihr seid da in der Kurve umgekippt und da ist die Kamera zugegangen, ne? Hat nichts mehr aufgenommen. Naja. Naja, das habe ich mir schon gedacht, dass das so ein Quatsch wird. Ne? Naja, ist nur ein Versuch. Jetzt kommt die nächste Kurve, jetzt bin ich mal gespannt. Sieht aber gut aus, ne?
Ja, ihr Lieben, ich stehe hier auf dem Parkplatz. Ne? Ihr seid, die Kamera ist wieder zugegangen. Scheiße. Ah, was für ein Scheiß. Läuft der jetzt überhaupt? Ich glaube schon. Müssen wir mal gucken, dass wir hier ganz vorsichtig hochfahren. Das kippt er wieder um. Jetzt nicht in meinem Sinne. Ja, nach vorne können wir ruhig kippen, aber nicht woanders hin. Und es regnet. Und es schüttet. Oh toll, jetzt stehe ich an der roten Ampel, super, ne? Ach ja. Ja, die Stadt der Baustellen, das war der triftige Begriff, ne, für diese Stadt. Ne. Naja, ich will nicht zu viel verraten. Ne. Also wie gesagt, ich will da ein eigenes Video mal drüber machen. Aber Stolberg hat Großstadtambitionen. So, jetzt habe ich auch so einen Idiot hinter mir, der mich da durch die Gegend drückt. Jo, jo, jo. Sei doch noch umgekippt, ne? Aber ist ja. Das Beste an der Sache ist, ich habe gerade einen Krampf im Fuß. Im rechten. Gaspedal. Ach nee, und jetzt bremsen. Oh. Ja, und in diesem Bereich hier von Stolberg, also warum übe ich das ja, sitzt auch mein Zahnarzt. Ne? Also bis hier muss ich kommen. Aber hier ist ganz schwer mit Parkplätzen, ne? Ihr seht das, ne? Hier ist ja nichts. Ne? Ja. Aber mich wundert, dass hier noch so viele Leute unterwegs sind. Im Regen sogar. Na, letzte Woche war hier nichts. Aber ich habe vergessen zu erwähnen, ne? Also morgen, ne? Es ist ja fast erlaubend, ne? Lecco mio. Ja, jetzt sind sie hier. Dabei einen breiteren Fußweg zu machen und hier den Teich hier auszubuddeln oder neu zu gestalten. Also als ob die sonst nichts, ne, zu tun hätten. Ne. Die sollen mal lieber dafür sorgen, dass die Straßen alle in Ordnung sind. Ne. Da sind nämlich teilweise so Schlaglöcher drin. Da habe ich mir letztens noch einen Auspuff mit abgefahren. Ne. Am Roller jetzt. Ne. Also kaputt. Ne. Stattdessen bauen die hier irgendwie so einen alten Weiher um. Ne. Mit Skulpturen, ne? Also, weiß nicht, was das soll, ne? Also so Skulpturen, ne? Die Freunde der Menschen in der Not, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Das hier ist der Pillemann, ne? Ratsch, ne? Helge Schneider, ne? Ihr wisst, ne? Neil Baxter, ne? Ja, sowas ist das, ne? Ja. Also ich muss sagen, es ist grün, das ist gut. Ja, du musst warten. Also die Fahrerei gelingt mir nach wie vor sehr gut. Ne? Also es macht wahrscheinlich die Übung. Und mir macht es auch nichts mehr aus, an roten Ampeln zu stehen. Da hatte ich anfangs auch tierische Probleme. Ne? Vor allen Dingen neben den roten Ampeln haben wir es ja hier auch mit sehr viel Zugverkehr zu tun neuerdings. Ne? Also damals war es nicht so. Da hatten sie die ganzen Gleise, Strecken sozusagen totgelegt. Ne? Da ist kein Zug mehr gefahren. Aber seitdem hier die Euregio durchfährt, ne, sind die ganzen alten Strecken wieder offen. Und naja, da kann man sozusagen sagen, alle 20 Minuten kommt hier so ein Ding durch.
Aber wenn man unterwegs ist, so wie jetzt, hat man den Eindruck, das kommt zigmal, ne, das Ding, je nachdem, wo man fährt. Ne. Also manche Straßen überqueren ein und dieselbe über, also die Bahnstrecke, ne, mehrere Male. Und je nachdem, wo man sich da aufhält, kann man auch mehrmals stehen. Ne. So, ich mache mal die Heizung ein bisschen niedriger. Ja, und hier die Kiste, wo ich jetzt drin sitze, ne, das ist mein alter Escort, den ich wieder fit gekriegt habe, flott gekriegt habe. Der ist jetzt 21 Jahre. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich den fahre oder habe. Ich weiß ja nicht, wie lange ich den noch fahren darf, ne, wie lange er hält. Ne. Oder auch wieder mit Rost alles und so. Ne. Aber wenn ich mir die scheiß Karren von heute so angucke, dann will ich auch gar keinen neuen haben. Ne. Also ich würde auch mit meinem alten Fiesta wieder fahren. Ne. Also den B-Fiesta. Ne. Ich war auch ganz kurz davor, mir einen zu kaufen. Ne. Also 30 Jahre alt, ne. Als Oldtimer mit H-Kennzeichen. Das wäre auch geil gekommen. Ne. So heute fährt ja gar keiner mehr heutzutage. Ne. Ja, aber da war einer schneller als ich. Der war nämlich irgendwo vor Köln. Und ich musste erst einen auftreiben, der da hingefahren wäre. Bei so einem Bauernhof war das, ne? Der stand da irgendwie da rum. Im Stall oder was, keine Ahnung. Liegt hier für eine Scheiße auf der Straße rum. Naja, und wie gesagt, ich war dann nicht schnell genug. Dann war er schon weg, ne? Aber es war genau dasselbe Ding wie meiner. Der sah genau so aus. Dasselbe Modell, dieselbe Farbe, dieselben Zierstreifen, alles. Dieselbe Motorisierung, ne? Und weniger PS, weniger Kilometer, ne? Ich glaube, der hatte nur 60.000 runter oder sowas, ne? Das wäre noch was geworden, ne? Den wäre ich gefahren, ne? Bis Ultimo, ne? Ich hätte ja kein anderes Auto mehr gebraucht dann, ne? Weil hier die Kiste war der Nachfolger, ne? Also den musste ich mir zulegen, weil der erste Kind damals kam, ne? Und die Frau natürlich, naja, einen Kindersitz unterbringen wollte, ne? Und der Fiesta von mir damals waren zwei Sitzer. Also der hatte nur zwei, also die vorderen zwei Sitze und hinten hatte der Ladefläche, weil er nämlich ein LKW war. Er hatte einen LKW-Umbau, hatte der. Ja, der einzige Fiesta wahrscheinlich mit LKW-Zulassung, ne? Das war schon ein starkes Stück damals. Das kann man heute nicht mehr machen, aber früher ging das, ne? Ja, da wurde dann der ganze Kram, also sozusagen versicherungsmäßig nach Gewicht rechnet und nicht mehr nach PS oder was weiß ich, wonach die da berechnen heute, ne? Das war natürlich sportbillig, ne? Aber das war jetzt nicht der Hauptgrund, ne? Ich hatte damals auch, naja, viele Sachen zu transportieren. Na, ich hatte ja verschiedene Bezirke damals gehabt, wo ich Zeitungen ausgeliefert habe. Und da hatte ich einmal die Woche die ganze Karre bis zum Dach, ne, voll mit, naja, Paketen, ne, also Tageszeitungen, ne, und die musste ich dann durch die Gegend fahren. Also von daher war das jetzt nicht nur, um Geld zu sparen oder sowas, ne. Aber so konnte ich mir, naja, meine Schrotgurte hinten rein bauen, ne, und festschweißen. Na, war eine lustige Karre. Bin ich echt lang gefahren, ne? Also bis das erste Kind kam. Ja, das war vor 14 Jahren, ne? Ja, und seitdem fahre ich die Kiste hier, ne? Ja, da war der auch so 7 Jahre, ne? Ja, das reicht mir, ne? Mehr brauche ich gar nicht, ne? Mir würde auch das Alter reichen, ne? Da muss man halt ein bisschen mehr kurbeln, aber ja, und interessiert ja keinen. Tja, ihr Lieben. Jetzt gucke ich mal Richtung Garage. Und dann war es das für heute. Ne? Also, ich muss sagen, mit meinem
Lernpensum für heute bin ich durch, ne? Oder mein Übungspensum, wenn man das so nennen will. Ja, und andere Leute eben nicht, ne?